Matthäus. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tags der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Durch die Worte dieses Evangeliums möge der Herr uns die Sünden vergeben. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, eigentlich beginnt Ostern nicht mit dem Ostermorgen und fängt der Sieg über den Tod nicht mit dem Gang der Frauen zum Grabe an. Die Menschen aller Zeiten haben an etwas geglaubt wie ein Leben nach dem Sterben. Denn gäbe es diese Vision über die Grenze des Todes hinaus nicht, so wäre dieses irdische Dasein nichts weiter als eine kurzzeitige Kerkerhaft. Kaum auf die Welt gekommen, beginnt die innere Uhr des Todes in jeder Zelle unseres Körpers unwiderruflich abzulaufen und meist noch ehe sie an ihr Ziel gelangt, erreichen äußere Umstände und Einflüsse, dass wir noch vor dem uns gesetzten Zeitpunkt diese Welt verlassen müssen. Kein Mensch, der fühlt und denkt, kann mit dieser Bilanz wirklich leben. Wir zögen dahin wie Schlachtvieh zur Grube. Selbst wenn uns des Todes Los in dieser Weise bestimmt wäre, ist es doch inakzeptabel gegenüber jedem Menschen, an dem uns wirklich liegt, und gegenüber jedem Lebewesen, das wir einschließen in unsere Liebe. Der Tod hat stets seine Entschuldigung. Er ist nichts weiter
als ein gehorsamer Diener Gottes. Aber die Liebe vermag auf ihn nicht zu hören. Der Tod ist nur ein Ende. Aber die Liebenden fühlen, dass ein menschliches Leben niemals zu Ende sein kann und niemals zu Ende sein dürfte. Sie verdichtet die Bedeutung des Lebens eines Menschen bis ins Unendliche. Sie taucht in ihren Erfahrungen zurück bis zu dem Wunder, da das Leben begann. Und sie versteht, einzig sie, warum es einen einzelnen Menschen geben muss. Deswegen nennen wir die Macht, aus deren Händen alles entsteht, und das Wunder des Daseins seinen Ursprung hat, selber die ewige Liebe, Gott. Warum es überhaupt etwas gibt, begreifen wir nur in diesem unendlichen Gefühl der Sehnsucht und des Glücks. Die Kraft der Liebe ist so stark, dass sie alle Erfahrungen der Sinne herbeiruft, auf geheimnisvolle Weise zu sprechen von der Unsterblichkeit. Wenn sich die Fluren im Beginn des Frühlings mit neuem Grün bekleiden, ist es nicht ein Bild, das nach den Monaten der Schneekälte, des Frostes und des Erfrierens das Leben weitergeht und sich neu formt, wie gereinigt und größer noch. Wenn am Himmel der Mond sich neu gebiert, ist es nicht, wie wenn er uns sagen wollte, dass die Dunkelheit niemals das letzte Wort behält, sondern nur überleitet zur Wiederkehr des Lichtes und am meisten die Sonne. An jedem Morgen neu besiegt sie die Finsternis und erstrahlt heller denn je. Alles wurde den Menschen der Vergangenheit zum Sinnbild und Gleichnis, auf das es künde von der Ewigkeit des Lebens. Kein Zufall, dass auch wir Christen Ostern feiern am Frühlingsanfang, am Sonntag nach dem Beginn der Vollmondzeit, in den Morgenstunden, als die Frauen zum Grab Jesu gingen, eben als die Sonne sich erhob nach einer tränendurchwachten Nacht der Angst und der Traurigkeit. So haben die Menschen zu allen Zeiten geglaubt. Und insofern ist die Hoffnung und die Botschaft von der Auferstehung nicht neu. Sie beginnt nicht mit uns Christen. Was aber mit der Person des Mannes von Nazareth beginnt, ist in Wahrheit der Sieg über den Tod als diejenige Macht, die unser ganzes Leben zusammenkrümmen und gekauert sein lassen kann, in ständiger Angst, unter dem Schattenwurf des Zwinggriffs der Vernichtung. Kein Mensch wagt wirklich zu leben, immer aus Angst, was ihm geschehen könnte, vermittelt durch andere Menschen, endgültig besiegelt durch den Gang der Natur. Und niemand von uns verleiht der Seele die Kraft, in Wahrheit zu sein, wozu sie bestimmt ist. Dies muss Jesus vor Augen gehabt haben. Wie in sich verschlossen, wie auf der Flucht gejagt wir Menschen existieren und welch eine ungeheure Macht der Tod über uns hat. Mögen wir auch glauben an die Auferstehung. Sie hat im normalen Bewusstsein mit unserer Art zu leben kaum etwas zu tun. Sie ist wie eine späte Vertröstung auf den jüngsten Tag und die Zyniker sagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Scheinbar löst der Glaube an die Auferstehung nicht ein einziges wirkliches irdisches Problem. Da gilt es zu denken und zu rechnen und zu machen und aus Angst vor dem Tod immer wieder selber zu töten. Aus lauter Furcht möchte jeder überleben. Und am Ende ist lange zu leben fast schon das Beste, was wir erhoffen. Es kommt aber darauf an, richtig und wahr zu leben. Das ist der Sieg über den Tod, der mit Jesus begann. Jesus erwartete nicht die Auferstehung von den Toten, er lebte sie hier in diesem Leben. Drum, dass in seiner Nähe Menschen sich begannen aufzurichten, die bis dahin nur wie verdrückt und wie verbogen durch dieses Leben zu gehen vermochten. Deswegen, dass Menschen, die sich versteckt hielten, weil sie sich fühlten wie aussätzig und wie gebrandmarkt, neu ans Licht hervortrauten aus den Grabkammern ihres Daseins. Und am meisten die Frau, der wir die Osterbotschaft als Erster verdanken, Maria von Magdala. Sie muss erlebt haben in der Nähe Jesu, dass ihr eigenes Ich sich zusammensetzte. 7 böse Dämonen hätten sie besetzt gehalten, berichtet das Evangelium, ehe sie Jesus traf. So kann unser Leben oft sein, derart verwüstet aus Angst, wie eine Wolke am Himmel, die von den Winden gejagt und gepeitscht und an den Rändern ständig zerrissen und wie willenlos geformt wird, beladen mit Tränen. In der Person Jesu muss die Kraft der Liebe so stark gelebt haben, dass Menschen an seiner Seite ihr eigenes Ich zurückgewonnen haben, weil sie wussten, sie sind gemeint und ihr kleines, kurzlebiges Dasein trägt die Bedeutung der Ewigkeit. Wer Jesus zuhörte, muss begonnen haben, inmitten seiner Kleinheit sich unendlich groß zu fühlen, in einer Würde, die bis zu den Sternen reicht. Und das ist ewiges Leben. Ein Augenblick des Glücks, in dem der Himmel sich öffnet, während wir noch auf der Erde stehen. Ostern beginnt in dem Augenblick, wo wir die wenigen Empfindungen oder Ahnungen oder Gewissheiten dessen, was wir sind und was uns möglich ist, für wichtiger zu nehmen beginnen als alle Dreinreden von außen. Diese Macht ging von Jesus aus. Er lebte das Leben und so besiegte er den Tod. Er rührte alles auf. Die ganze Welt des Todes brachte er gegen sich. Denn schauen wir genau hin, sind die Gesetze, die wir für vernünftig halten, absurde, despotische, wahnsinnige Formeln, das Leben einzurichten, indem wir es hinrichten. Wir wissen auf jede offene Frage gleich eine Lösung, für jedes Problem eine passende Anweisung. Und woran wir selten glauben, ja, was uns bedroht bis zum Fürchterlichen, ist der Umstand, dass Menschen frei sind. An der Seite Jesu wagten sie ihre Freiheit. Das ist der Anfang von Ostern. Kein Mensch weiß und vermag zu schildern, was insbesondere Maria von Magdala erlebt haben muss zwischen Karfreitag und dem Ostermorgen. Es muss ihr so erschienen sein, als wenn noch einmal der Tod das letzte Wort behalten würde. Ist es denn möglich, so deutlich zu sehen,
wozu wir Menschen bestimmt sind, und dann hinzugehen, inmitten der alten Angst, das alles Lüge zu nennen und nach Möglichkeit rasch zu beseitigen, mit jedem Kunstgriff der Gemeinheit, nur damit alles so bleibt, wie es war, und die Menschen wieder hinuntergedrückt werden in die Gräber, und sie werden sich selber stinkig infolge ihrer Unlebendigkeit und des Moders der Angst. Das Furchtbare ist, dass die größten Banalitäten die irdische Existenz zerstören können und unwiderruflich hinwegraffen, wovon wir wissen, dass es nie vergehen dürfte. Diese zynische Logik ist in unsere Hände gelegt und wir handhaben sie virtuos. Wir sind auf diesem Planeten wohl die einzigen Kreaturen, die wissen, dass es bei einem bestimmten Maß an Angst nur eine einzige scheinbar endgültige Lösung gibt, den Tod. Und das glaubt man wirklich am Ostermorgen. Man hat es geschafft. Man ist die Beunruhigung los. Man kann Menschen wieder einschließen in Gräber. Und wenn das nicht genügt, wird man einen großen Grabstein davor wälzen. Man wird ihn versiegeln. Man wird Wachen postieren. Man wird aufpassen, bis keine Maus sich mehr rührt. Es ist das furchtbare Bild eines Lebens, zu dem wir verdammt wären, wenn der Machtzynismus der Angst das letzte Wort über uns behielte. Maria von Magdala muss am Ostermorgen geglaubt haben, dass dies das letzte Wort sein könnte. Denn wer würde hören auf die Trauer einer Liebenden, die nichts weiter hat als das Empfinden, dass alles, was in Zukunft Leben heißen wird, nichts weiter ist als Sterben. Was sich am Ostermorgen begeben hat, lässt sich nur wiedergeben in den Bildern, wie Matthäus sie versucht. Ein Engel des Himmels stieg hernieder. Und die Frage ist, wie sieht man an einem verschlossenen Grab einen Engel? Da bebte die Erde. Ja, das tat sie am Karfreitag bereits. Und man wird sagen müssen, wem in den Stunden von Golgotha mit der Person des Jesus von Nazareth nicht alles starb, woran sich sein Herz halten konnte, wem in den Stunden des Karfreitags nicht die Erde sich auftat bis zum Abgrund und die Sonne sich verfinsterte, wird einen Ostermorgen nie sehen können. Ihm begegnet kein Engel, dass es ihn tröste. Bei Gott, wenn irgendwie an etwas glauben, muss es wahr sein, was Jesus war und sagte, dies ist das wahre Leben. Maria von Magdala muss dies gespürt haben, mehr als jeder andere. Was die Leute die Vernunft nennen, hat sich in ihrer Seele längst erwiesen als eine rechthaberische Lüge. Und was sie Ordnung nennen, als eine einzige Satanei gegen das Leben. Aber im Herzen des Mannes von Nazareth war alles, was Menschen gegen den Tod aufstehen lassen könnte. Deshalb gibt es über den Karfreitag hinaus ein Hoffen. Oder die ganze Welt wäre nichts als Dunkelheit und Schatten. Es ist das Wunder der Person des Jesus, dass Gräber sich öffnen, dass Verzweiflung zum Glauben reift, dass Steine sich aufheben und dass wir wissen, er geht uns voraus. Alles, was er sagte, bestätigt sich
fühlbar, hörbar, noch einmal. Und keines der Worte, die er sprach an den Ufern des Sees von Genezareth, sind verloren, vergessen oder widerlegt. Sie sind die Zukunft. Sie sind, was uns vorausgeht. Und wir brauchten den Lebenden nicht länger zu suchen bei den Toten. Während die Gruppe der Frauen sich aufmacht, ist den Jüngern zu sagen, begegnet ihnen selber der Auferstandene. Ist es möglich, so zu leben, dass wir uns ausrichten auf die ganz kurze Zeit, in der Jesus auf Erden war? Und je mehr wir es lebten, träte er sichtbar in unser Dasein, käme auf uns zu, gerade in demselben Maße, wie wir versuchen, dem Vorangegangenen nachzufolgen. Es ist Jesus und jedes seiner Worte die ewige Grundlage dessen, was wir sind, der Anfang des Himmels auf Erden und immer doch auch das, was auf uns zukommt und uns abholt und einholt und umfängt. Mehr als in diesen Erfahrungen wissen wir über Ostern nicht. Alles andere sind fast hilflose Beweise. Da sagen die frühen Christen, das Grab wie eine steinerne Tatsache war leer. Da sagen die Juden, erklärlich, ihr habt den Leichnam entfernt. Da sagen die Christen, unmöglich, die Römer postierten Soldaten ans Grab. Da sagen die Juden, die Wächter aber schliefen. Da sagen die Christen, unmöglich, sie bekämen ein Dienstverfahren. Antworten die Juden, sie waren bestochen, sozusagen. Und hin und her im Pendelschlag der Argumente rückt man schon im Matthäusevangelium fast ab von der einfachen Wahrheit. Das Leben der Liebe kennt keinen Tod. Und der Sieg über den Tod beginnt mit jedem Augenblick der Hoffnung, die uns lehrt, die Wahrheit zu leben, die wir sind, so wie wir sie erkannt haben in Jesus von Nazareth. Amen.